Meine Damen und Herren, lange nicht mehr hier gewesen, mindestens anderthalb Jahre, mindestens. Wie geht's euch? Seid ihr etwa gut drauf? Mann, habt ihr alles wieder vergessen? Wenn irgend so eine arrogante West-Berliner Rockband so wie wir ankommt und zu euch spricht, seid ihr alle gut drauf? Da müsst ihr natürlich antworten, fick dich, du Arschloch, und spiel Gitarre, oder? Seid ihr alle gut drauf? Das war sehr gut, das war sehr gut. Noch einmal. Nein. Die waren gut, wenn was gut ist, soll man es so lassen. Oh, ganz schlaue philosophische Reden vom Sokrates des Deutschbank. Applaus für MC Motherfucker. Und ich hab da noch was Schlaues. Wenn es euch einmal schlecht geht, trinkt einfach über den Durst. Darüber geht das nächste Lied, das heißt das Tresenlied. Thank you.
Mutterlied. Sozusagen die Mutter aller Arbeiterlieder. Oh,
Und nächste Song ist für die Reitschule. Als allein gegen alle. Etwas politischer Song, kommen wir zurück zum Saufen! Manchmal, und gestern hat sich wohl Monchi von Feine Sahne Fischfilet so benommen, benehmen wir uns wie die Tiere im Zoo. Ist das d'accord mit euch? Das ist der Plan, das ist unser Plan heute Nacht. Seid ihr down mit uns? Wollt ihr auch ein bisschen Alkohol trinken? Seid ihr Genusstrinker? Seid ihr Problemtrinker? Was für gottverdammte Probleme habt ihr ja eigentlich in der Schweiz? Heißt das Problem Blocher oder heißt es Köppel? Wie heißt das Problem hier? Ja, da kommen wir noch später dazu. Da kommen wir gleich zu, genau. Das nächste Lied ist das fünfte Lied auf der ersten Seite von unserem 12. Album ungefähr. Und das heißt Tiergarten, das Album. Und das Lied heißt Tiergarten, meine Damen und Herren. Und ihr könnt mitsingen, der Refrain geht Tiergarten. Was willst du machen, bis du mich schon einmal hier lässt?
du stehst, wenn du bist drei oder vier. Ich kann nicht fünf stehen. Du bist mein Tag nach dem halb vier. Ich bleib bis Sonntag hier. Du bist schon nach sechs in mir. Ich war schon drei Tage vor dir hier. Du stehst, du bist drei oder vier. Ich kann nicht fünf stehen. Stop it.
Leute. Wir haben 1996 ein Lied geschrieben. Da ging es auch so ein bisschen um Alkoholismus, aber auch um Kiffen. Und wir haben in diesem Lied herausgefunden, dass der Alkoholismus uns wahrscheinlich in den Dritten Weltkrieg führen wird. Ja, eigentlich frönen wir dem Alkoholismus. Das ist ja jetzt total der Widerspruch. Aber Alkoholismus macht auch Dritter Weltkrieg, haben wir herausgefunden. Und da wir Nihilisten sind, ist das ja okay. Ist es auch für euch okay, der Dritte Weltkrieg? Nö, nicht so. Come on, jetzt zeig mal nicht so hier. Nö, ich glaube, das finde ich nicht okay. Egal, hört euch das mal an. Habt ihr denn Angst vom Russen Hitler? Wir nicht. 1996. Stop.
Ja, auf diese deutliche Warnung vor dem Dritten Weltkrieg trinken wir erstmal ein, meine Damen und Herren, okay? Wer von euch hat Bier? Wer von euch hat kein Bier? Möchtet ihr einen klitzekleinen Schluck von meinem Bier abhaben? Aber nur einen kleinen. Ich habe ein großes technisches Problem. Ich muss mal kurz meine Gitarre stimmen, meine Damen und Herren. Hört man gar nicht. Ey, ey Leute, Leute, seid ihr noch gut drauf? Ist alles okay? Es kommt nämlich ein sehr, sehr ernsthaftes Lied, das uns allen eventuell die Laune versauen könnte. Das Lied geht eigentlich über deutsche Parteien, aber wir haben eine Partei aus der Schweiz in diesen Liedtext mit eingebaut. Es geht um die SVP. Ich möchte hiermit und ich möchte noch betonen im Vorab, wir sind eine antikommerzielle Band. Das heißt, dass wir kein großes Kopfgeld aussetzen können auf Köppel. Aber ich glaube, 10 Stutz 80 und eine Tafel Schokolade, wie zum Beispiel Toblerone, ist durchaus okay für deinen schmutzigen Kopf. Ist das okay mit euch? Ich muss dazu noch was sagen. Dieses Festival heißt ja unter anderem auch No Borders, No Nation. No Borders ist richtig, aber wenn dieser Köppel einen Grenzübertritt in die Bundesrepublik Deutschland macht, um da im deutschen Fernsehen aufzutreten, dann finden wir das gar nicht gut. Das ist so eine Art von Grenzübertritt, die wir nicht dulden können, meine Damen und Herren. Bitte behaltet ihn hier in einem Keller, meine Damen und Herren, und nicht in deutschen Talkshows, okay? Ansonsten gilt natürlich restlos und überall No Borders, No Nations. Und vergesst nicht 10 Stutz 80! Und eine Tafel Toblerone! Nee, ein Riegel Toblerone! Okay, wir setzen es auf. Das nächste Lied heißt keine Airbags für die CSU. Das Gute an diesen Populisten
an diesen scheiß rechten Populisten, rechtskonservativen, bürgerlichen und sonstigen Populisten. Das Gute an diesen Populisten ist ja, dass sie sich immer mit Autos aufrauchen. Ob das jetzt CSU-Politiker sind oder in Österreich, dieser entsetzliche Haider. Sie fahren immer gerne mit den Autos zu schnell nach über Landstraßen und fahren dann gegen einen Baum. Genau, und darum heißt das nächste Lied Gestorben auf dem Weg zur Arbeit. Sagte meine Freundin, die hat dann auf dem Weg zur Arbeit zu viel Koks genommen, ist leider gegen einen Baum gefahren, somit war das Thema erledigt, aber wir haben dann trotzdem noch pietätlos, wie wir sind, einen Song drüber gemacht, der hieß dann Sabine, du alte Koksschlampe. Yeah.
hey Leute, hier gehen Leute rum, die verkaufen Soli-Bändchen. Das hilft diesem Festival und das hilft der Reitschule. Kauft die mal. Ihr seid doch so reich hier, habe ich immer gehört. Ihr seid doch so reich. Kauft Soli-Bändchen für die Reitschule. Jetzt habe ich schon beinahe gesagt Reitschule. Für die Reitschule. Kauft Soli-Bändchen für die Reitschule. Und kauft euch keine Eigentumswohnungen und Loftetagen in Berlin-Kreuzberg. Und wir haben hier nämlich in Berlin-Kreuzberg, also da, wo wir wohnen, so ein Problem. Das kennt ihr, das nennt sich Gentrifizierung oder sowas. Das kennt ihr vielleicht hier auch in Bern oder in Zürich, dass man sich nämlich keine Miete mehr leisten kann, weil irgend so ein Arschloch, reicher Sack aus München oder ja, aus Zürich oder wenn aus ihr Bern. Probleme mit Gentrifizierung habt, greift hart durch. Ein Kopfgeld von 10 Stutz 80 löst viele Probleme. Und eine Schachtel Toblerone. Das nächste Lied heißt Maximilian. Thank you.
Yeah.
noch im Wert stehen, trotzdem kein Held in unserer Szene. Hannover, Preußen, Militaria, Zwangsarbeiter, Gloria. Macht den Beat dazu. Alerta, Alerta. Hey, wir sind nicht jetzt so eine totalen Parolendrescher. Wir sind ja mehr so eine Band, so total mit den zärtlichen Zwischentönen und so zum Nachdenken und so, meine Damen und Herren. Ihr kennt es. Ihr kennt es. Und darüber geht das nächste Lied zum Beispiel. Wir haben uns mal ein paar zärtliche Gedanken gemacht über die Stadt Hannover im Jahr 1995 bei den sogenannten Chaostagen und dem damit verbundenen Wochenendticket. Sei doch mal bitte still. Willst du was sagen, MC Motherfucker? Ja, und quatsch mich dauernd rein. Wollt ihr mal was über meine Familie wissen? Nein! Nicht? Oh. Doch, ich will was über deine Familie wissen, MC Motherfucker. Über ich höre dir zu. Über meinen Opa zum Beispiel. Mein Opa war ein saudummer Nazi. Finde ich überhaupt nicht gut.
Wir haben da ein Lied drüber geschrieben über meinen Opa. Moment, mein Nasenring fällt gerade raus. Moment. Scheiße, jetzt sind wir fuck auf über mein, jetzt quatsch mir doch nicht immer rein. Also, mein Opa war eine Fotze und das nächste Lied heißt Opa.
Strände, oh yeah. Schöner Strand, schöner Strand, schöner Strand, oh yeah. Bern war mal berühmt für seinen außerordentlichen Blutpogo. Ha? Könnt ihr den alle noch? Den Blutpogo. Pogo, solange bis Blut fließt. Und auch ein Circle Pit, bitteschön. Könnt ihr noch Circle Pit? Ja, Circle Pit kombiniert mit Blutpogo. Könnt ihr das noch? Oh yeah! Touch.
bekannt. Die Welt, das Universum, der Verkehrsminister, Gott und sein Scheißgeld. Ooh.
Freiraum bedeutet Verantwortung. Dass du hier ohne Stress feiern kannst, ist uns ein großes Anliegen, egal wo du herkommst oder wie du aussiehst. Es ist uns daher wichtig, dass sich heute und an jedem anderen Tag alle wohlfühlen können. Bitte sei dir bewusst, dass du für dein Handeln verantwortlich bist. Mit deinem Verhalten trägst du zur Stimmung an diesem Abend bei. Wir tolerieren kein übergriffiges oder diskriminierendes Verhalten. Respektiere deine und die Grenzen anderer. Wo ein Übergriff beginnt, bestimmt in jedem Fall die betroffene Person. Wenn du dich bedroht, belästigt oder unwohl fühlst, oder wenn du siehst, dass eine andere Person Hilfe braucht, melde dich an einer Bar, beim Personal oder direkt beim Schutzraum. Wir nehmen dich und die Situation ernst. Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie,
Gewalt und übergriffiges Verhalten jeglicher Art hat hier keinen Platz.